Hey, 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 ja doch nicht. Diesmal sind wir im Baldur's Gate nicht tätig, sondern wir haben heute wieder Diablo 2 Runde. Legen wir los, töten wir was und ich folge den, ja, beiden Spezialisten hier. Womit er mich Was wohl natürlich den meint. einen Spezialisten und den anderen, der hier einfach nur Kack rumnudelt und Item geil ist. Das ist irgendwann hast. Ich knall dich ab, ey, ohne Witz. Geht schon gut los. Ja, wir gehen am besten mal ins Kloster, weil das Gefängnis Level 1 bringt uns irgendwie nichts mehr. Naja, das können wir irgendwann später holen oder auch nicht. Wir gehen ja eh nicht mehr Können wir ja zurück. offscreen mal holen. Oder besser gesagt, derjenige, der es drauf hat, holst, nämlich ich. Machst du einfach einen Wegpunkt für alle. Hier, die tolle Katakombe. Verstehe zwar immer noch nicht, warum ein Sarkophag mitten in der Kathedrale ist, aber okay. So wurde halt damals verziert. Verdammt, irgendwas hab ich jetzt gemacht. Mist. Jemand hat mir etwas weggeschnappt. Ich hab's genau gesehen. Wahrscheinlich Alias wieder. Bin weiter vorne und. Da unten ist ein Boss. Noch ein Asche ist in die Kälte. Meine Stiefel! Ja, ich identifiziere die für euch und passt. Hat Tim Sau wieder zugeschlagen? Was? So, Achtung. Rechts. Wir haben einmal Stiefel mit halbierte Dauer der Erstarrung. Ist egal, ich habe Stiefel, die haben gar nichts Verzaubertes drauf. Ich und verbesserte Verteidigung. Also kannst Such's du dir aus. Verteidigung. Ich ja, werf's gut, einfach ich könnte beide. Sagen, ich habe jetzt auch Stiefel, die nur 14% bessere Verteidigung haben, aber die gibst du mal ruhig Refrain. Sie liegen Denn ich da. Bin nicht Item geil und. Sie liegen da doch! Kollegen. Ein paar reicht. Kannst du dir doch aussuchen, wenn sie du willst. Ach, da oben ist ja noch ein Raum, den ich hinter euch, wo ich nicht war. Mal gleich mal kicken. Kicken. Düdüdüdü. Oh, der ist sogar eine geschlossene Tür. Ja, hier war Alias schon, das sieht man deutlich. Nichts mehr übrig für den Rest der Gruppe. Ah, hast du wieder schön was zum Aufsammeln gefunden? Ich hab's nämlich extra mal liegen lassen. Ja, Gold, wow. Was ja sonst auch keiner aufsammeln hast hier. Ja gesehen. In dem, in dem Saftladen. Aber erstmal Alt drücken und Alter, klick, 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 klick. Ruhe, da sind die Katakomben, auf geht's. Da, es fehlt noch einer. Dieser Ort ist unheimlich. Dieser Ort ist unheimlich. Ich meine, bei mir sagt er gar nichts. Meint er schon so cool, der braucht gar nichts dazu sagen. Wahrscheinlich ist sein Charakter einfach nur so angenervt von dir, dass er gar keinen Bock hat, mit dir zu reden. Oh nein, Mini-Rappenmänner. Was? Oh Gott! Hallo, die wollten mich nicht mehr rauslassen, die Säcke! Oh, mein Herz. Ich kann euch mal gerade nicht helfen, ich muss gerade Heiltränke wie blöde in meine Leiste reinpacken. Oh, Schock. Du Drecksack, Alter! Wie man's gesehen hat! Wie man's gesehen hat! Sau geil! Und genau deswegen muss ich immer vorne rennen, weil man bei dir ja nichts abkriegt. Ja, weißt du, ich stehe daneben. Er steht mindestens im Spiel gesehen 2 Meter da hinten. Es fällt. Kaum hat er Tab gedrückt und rennt los. Hart. Hart. Wirklich hart. Aber, komm mal her, das ist was für dich. Verarsch mich doch. Hier.
4 Beweglichkeit plus. Oh, cool. Ja. So bin ich. Dankeschön. Ich habe jetzt zum Austauschen Amulett plus 1 Energie und plus 5 Giftwiderstand. Ja, aber komm lieber mal her zu uns und dann passt es schon. Wenn irgendeiner mal ein paar Schuhe findet, die ein bisschen besser verzaubert sind als Rüstung, hergeben. Oh, hier scheint was Autsch drin zu sein. Ah, ja, schon mal. Ah, da unten ist er ja. So, mal ein bisschen Gold aufsammeln. Und gleich mal die Gargoyle-Falle da gut machen. Diese Katakomben waren schon immer sehr verwirrend. Ich kann mich noch an früher erinnern, dass mir hier eben. Ach, nein. So, ah! Wie gibst du erst einen Akt 3? Ich hasse die Teile. Ah, nein! Das war nie hier. Das ist schon schlecht, ey, wenn ich die Dinger sehe. Da ist schon mit dem. Blastrohr-Action. Ja, ja, bam, weg. Oh Gott. Okay, hier ist nichts mehr. Na toll, mache die Tür auf, mache die Tür zu und renne gegen die Türe zu. Ding. Oh, oh nein, da ist sogar noch verzauberter von den Dingern. Ich drehe ab. Was? Barrecke, du kleines Mistvieh! So, jetzt geht's mir besser. Also ist wieder der letzte Weg, der einzige. Halt, stopp! Zurück zum Eingang. Stopp! Mr. Ryan? Ja, macht wahrscheinlich gerade was. Blaue Items aufsammeln. Genau. Bring Gold. Ja, bestimmt am meisten Geld für uns allen. Nee, das was er verkauft, behält er auch. Hä? Erstmal alles, erstmal hängen, bisschen aufmachen, so. Was war das? Verdammt, wie so ein Staubsauger. Das Leder. Ich konnte es nicht mal lesen, was es war. War schon weg. Also ich hab's gesehen, es war ein gehärtetes Leder. Was ist denn das? Mach das gut, der Fair macht jetzt mal die Tür auf, sprich, wir müssen jetzt mal kämpfen. So. Also wenn jemand das haben will, dann kann's haben. Ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Ja, dann schmeiß es doch mal hin, damit wir uns mal angucken können. So, mal gucken. Verbesserte Verteidigung, Blitzwiderstand, Feuerwiderstand, Schaden reduziert, Angriff erleidet, Schaden von 1. The Fair, was hast du drin? Ich habe gerade meine minimale Verzauberung drin, Schaden reduziert um 1. Mehr habe ich nicht. Ich habe eine starke gehärtetes Leder 34. Das war's. Nimm du sie. Gracias. Ich bin heute in Spendierlaune. Eigentlich habe ich mir gerade auf die Lippe gebissen, weil ich das eigentlich nicht weggeben wollte. Aber egal. Oh, da ist ein. Ja, da ist ein blauer Zombie-Kopf. Ich nehme ihn mal mit. Oh, da hinten haben meine Würmer schon gewütet. Oh nein, 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 nein. Warum ist der schon wieder so ein kleines Textfee? Die Tür auf. Okay, machen wir die Tür auf. Ah, und dann haben wir natürlich alles. Ja. In Level 2 gab es, glaube ich, einen Wegpunkt, oder? Ja, am besten wir tun einfach die ganze Karte mal uns angucken. So. Oh, Sarg. Noch ein Sarg. Noch eine Tür.
Ups, hab ich gar nicht gesehen, dass da was war. Ein Ring, was kann der Ring? Schaden reduziert, plus 1, also wieder total unnütz. Ups. Das ist ein Spinn. Das ist ein Spinn. Und Dina-Spinn. Genau, noch. Der aus. Oh, Mana verbrennen. Ja, lass ihn mal mich angreifen. Ich brauch mein Mana eh zur Zeit nicht. Komm, friss mein Mana, ich brauch es eh nicht. Friss es! Spuck's aus! Ich bin überladen. Überladen. Oh, da ist ja noch ein Diener. Und noch mehr Spinnen. Vielleicht kommt ja meine Spinne raus. Und nein, ich habe immer noch nicht meine Spinne gefunden. Und sie lebt immer noch. Für all die Tierschützer da draußen. Diese ominöse Spinne wird noch am Ende des letzten Let's Plays von Diablo hier sein. Nee, ich glaube, dann habe ich sie. Dann hat sie dich gefressen, meinst du? Ich hab hier eine Insektengranate reingeworfen. Und mich damit auch getötet. Wo sollen wir lang? Oben oder unten? Ja, wir gehen erstmal oben lang, weil oben noch Gegner sind. Ja, unten waren sie auch noch nicht, hier werden auch Gegner sein. So. Wir gucken erstmal, ob der Raum hier sicher ist. So, da hinten ist noch ein Schrein. Mana-Schrein. Gut, jetzt gehen wir erstmal unten lang. Können wir vielleicht mal so. Schauen wir jetzt 5 Meter weiter unten und rennen dann wieder hoch? Nein, weil hier der Wegpunkt ist. Ja, komisch, da hält er jetzt die Klappe. Aber ich kann ihn nicht anklicken. Ja, ich auch nicht. Damn! Das ist kein offizieller Wegpunkt, der ist noch irgendwie verschüttet oder so. Muss so freischalten. Ja, jetzt geht's. Also Portal rein, Portal raus und dann anklicken. Das ist total komisch. Das muss ich jetzt nicht wissen. The Freya nutzt das einfach mal und verkauft alles. Was eigentlich eine gute Idee ist, deswegen mache ich es auch. Muss man machen, klar. Schön, euch zu sehen. Du musst da mit uns sprechen. Ja, es ist doch so nebenbei. Macht da jeder irgendwas nebenbei. Du musst es uns aber hinweisen, wir sind so dumm, kommen von alleine nicht drauf. Was macht der in der Stadt? Almögenstadt, Alkstadt, groß! So in etwa. Mhm. Ah, hat immer noch schlechte Rüstung. Ah, okay, dann einfach Rubine reinballern in die Truhe. Ich hab hier so einen Zombie-Kopf des Combo-Blitzes. Und das macht, Combo-Blitz mit 10% und erhöht Giftschaden um 2-7 und plus 1 Skelettbeherrschung. Also, ich glaube, das ist also was Besseres, 10% oder? Also diese 10% Trefferchance, bis da Combo-Blitz kommt, kannst du vergessen. Ich hab da einen Ring drin, ich hab den noch nie casten sehen. Also ich hab das auch irgendwo drauf, ich glaube auf meinem Gürtel und ich hab's schon casten sehen. Ja, da merkt man wieder, dass du im Nahkampf warst. Nee, deswegen das geht ja auch, dass wenn du getroffen wirst. Sei mal kurz ruhig. Ne, Freya, ging's jetzt mit dem Wegpunkt? Ja, klar. Siehste, perfekt. So, jetzt darfst du auch reden. Jetzt sagt er wieder nichts. Ich will nichts sagen. So, dann haben wir jetzt schon mal den Wegpunkt. Also können wir jetzt endlich mal in den letzten 20 Minuten, die wir haben, jetzt diese olle Kuh da wegballern. Und dann sind wir in Akt 2 und werden wahrscheinlich in ein Jahr nicht Diablo anfassen. Das ist ja der Plan. Geht's bestimmt weiter. Ich will nicht den Sack anfassen, ich will diesen dunklen Schaman weghauen. Genau. Noch mehr Säge. Wer wieder kein Gold aufhebt, ey. Sowieso, ich weiß ja ganz genau, dass du alles aufhebst. Und naja, weil du genau weißt, dass ich da nicht vorbeilaufen kann. So, da ist jetzt Level 3, wollen wir jetzt noch. Was? Okay, da Syrah hier gleich reingegangen ist, sprich, wenn wir uns nicht die andere Karte noch angucken, also gehen wir rein. Ich bin eh kurz vom Level ab. Oh, ein ledierter Schädel, sehr schön. Ah, Zombies und irgendwelche komischen Zombie-Pool-Diener. Und macht den Zauberer weg. Ich will mich übrigens verfolgen. Hilfe.
können jetzt so langsam echt etwas unique für die Amazon finden. The Freyons, die sind alle tot. Jetzt schon. Du brauchst nicht mehr schießen, die sind schon tot. Ich mach so wenig Schaden, ey, das kratzt mich so. Oh, ein Level Up. Level Up! Ups. Egal. Was bringt eigentlich Geschicklichkeit? Für dich? Siehst du, sie geschickt bringt angreifen, also wert, Mehrfachschuss und sowas, ne? Gut, hier ist schon mal alles klar. Also warte ich mal auf die anderen zwei. Ah, Level Up. Also heißt, ich kann jetzt wieder einen Skillpunkt hier reinmachen. Ah, stimmt. Und da rein. So, perfekt. Jetzt kann ich schon 88 Schaden absolvieren. Ich skill mir so, ein bisschen, können wir weiter, Leute? Kritischen Schuss, damit ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Schaden mache, so. Ja. So viel zu dem Thema, wir machen mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen unten rechts weiter. Das ist eine gute Idee. Hier. War hier nicht eine Tür? Ja, hier. Ah. So. Mein Schatz, ich muss das Gold aufsammeln. Okay, die Teile haben keinen roten Winkel mehr, sehe ich gerade. Hab ich doch gesagt, das war mir so klar. Ja, ich wusste nicht, dass die auch schräg schießen können. Ich konnte mich doch damals daran erinnern, dass sie nur in die Richtung, wo die Köpfe waren, also links, rechts, geradeaus, schieß mich tot. Das wäre mir neu. Gut, nee, lass uns mal oben lang gehen. Weil da ist noch eine Tür und ich würde da gerne wissen, was da noch ist. Hey, wer belebt eigentlich seine komische Jägerin ständig näher? Die ist nicht tot, das ist alles. Ah ja, ich weiß, ich will eigentlich hier rein. Lebt deine immer noch, ey, das ist unglaublich. Ja. Faszinierend. Okay, hier wollte ich mal rein. Okay, gehen wir nochmal rein. Yes! Was war denn das für eine Aktion? Ah, hier okay, hier oben gibt's weiter, aber wir laufen, wie es aussieht, uns entgegen. Ja, gut, passt. Ich habe irgendwie tendenziell die Ahnung, dass ich immer die Sackgasse erwische. Ja, da kommt doch einfach mal her, weil ich habe hier so schöne Gegner, die wollen dich alle mal kennenlernen. Ja, ich bin Alias, bin 24 und bin Single. So geil. Ich hab mich gut vorgestellt. Hier wird auch ein Aufruf an alle weiblichen Zuschauer. Jemand, der Alias kennenlernen will, kann sich gerne in unserem Channel kommentieren und ja, aber er sollte denn schon mindestens lange Zähne haben, einen fetten Arsch und am besten noch einen Schwanz hinten dran, fette Hörner und er sollte schön schleimig sein. Das klingt auf jeden Fall interessant und nach Spaß im Bett. Naja, am besten noch so mit Peitschenspiele und so. Das hat und du läufst. Ach, scheiße. Oh, da waren Zombies. Hallo? Da war jetzt ein Zombie wahrscheinlich. Zwei Stück sind da, ja. Was bringen uns zwei Zombies? Nix. Da unten war noch ein Dämon mit Dienern und Gefolge und sowas. Geradeaus und jetzt links. Genau, ich mein's nicht. Der mich in die Falle lockt. Ich hab dich gewarnt. Gott. Ja, auch nicht riechen, dass die hinter der Tür warten. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ein Langbogen! Ja! Wie viel macht ein Armbrust gerade an Schaden? 6 bis 10. Die macht 3 bis 17, viel Spaß damit. Oh,
erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das ist schon mal doppelt so schnell wie die Armbrust. Ab 17 ist schon. Ja, das ist immer schneller als eine Armbrust. Ja. Ah, jetzt hast du keine Pfeile mehr, ne? Ja, jetzt habe ich keine Pfeile. Aber hier liegen welche. Oh, 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 oh. Gleich mal wegbatzen den Typen, weil der tut ganz böse Aua. Und hält verdammt viel aus. Oh, endlich schieße ich mal schneller, mein Gott, ey. Gott sei Dank. So, wir gehen am besten noch erstmal nach rechts, links lang. Was ist das für eine Richtung? Warte mal, Norden, Osten, Süden, Westen, nordwestlich. Ein Sarkophag, ein Kristallschwert. Oh, die habe ich früher gemacht, die Teile, weil die einfach cool aussahen. Gab's nicht auch so ein Unique Tyrells Schwert oder so, das glaube ich. Ah, hier geht's runter. Das ist. Ja, aber lass uns mal bitte noch hier lang gucken gehen. Dann mache ich einfach mal ein Town Portal hin. Obwohl, warte, eigentlich könnt ihr euch den Weg sparen, ja. Den eigentlich. Jetzt, wo wir da sind. Ja, irgendeiner hat hier nämlich schon den Sarkophag aufgemacht, sprich hier war schon irgendeiner. Und spätestens in dem Let's Play Video werde ich sehen, wer da war, weil er schon die Karte entdeckt hatte. Also ich nicht. Level 4 sind wir jetzt. Oh, das heißt Boss und wir haben noch 11 Minuten. Eigentlich geht's hier noch. Und ich hatte gerade Lag. La la la, jetzt renne ich euch hinterher. So, ich gucke mal, ob das stimmt mit dem Level 4. Oh, nein, 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 nein. Vernichten Sie an der Nahe. Leute. Wann schon, dass der Vorraum gegnerfrei ist, ne? Ich wollte nur sagen, dass ich nichts anklicken kann. Weder ein Portal noch das Ding noch was anderem. Also, ich bin schon unten. Ja, ich nicht. Ich kann nichts anklicken. Ich kann auch ein Portal aufmachen unten. Funktioniert. Ja, du Witzbold, ich kann doch nicht mal durch mein eigenes Portal gehen. Da kann ich ja nichts für. Merkwürdig. Neff, du auch nicht? Doch, bei mir geht alles. Was passiert jetzt, wenn ich das Spiel kurz verlasse? Bleibt ihr denn drin? Ja. Gut, dann spring kurz mal raus. Bin wieder drin, ladet mich ein. Einladen, 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 einladen. Perfekt. Und Portal und jawohl, jetzt geht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin schon mal Level 4. Wo seid ihr? In der Stadt. Ihr seid natürlich. Level 3 und Jägerlager. So, Nefrion, ich gebe dir noch einen leichten Mana-Trank, den wirst du nämlich brauchen. Ich mach mal die Tür so auf, ne? So wie wir jetzt alles rausballern müssen, was geht. Also zumindest nicht im ersten Raum. Stürmen! Kettenpanzer. Bloß nicht die Tür aufmachen. Wer die Tür aufmacht, den trete ich sowas von in den Arsch. Ich finde es cool, wenn jetzt aus Protest eine Freien die Tür aufmachen würde. Weiß aber, dass er Probleme kriegt. Das hättest du aber gerne, hä? Ja, nicht nur ich. Okay. Haben sie alle überlebt? So, dann, wir haben noch 8 Minuten, Leute. Stellt euch mal geschlossen vor die Tür. Geht nochmal auf Klo. Na, können wir? Ja. Na! Das wird ein Begrüßungskomitee.
werde jetzt aber auf Tanky umgestellt. Nicht genug Schild und Unit. Und mach die Teile fertig, genau. Werde jetzt an Dariel todesmütig tanken. Vielleicht solltest du warten, bis wir vielleicht da hinten soweit sind mit den Minigegnern, die hier ständig noch aufstehen. Los, komm her! Mach dich tot! Du tust mir nicht weh, du tust mir nicht weh! Okay, du tust mir weh, du tust mir verdammt nochmal weh! Das war mir so klar, hallo, mach doch mal was! Das war mir so klar, dass das nichts wird. Schieß auf! Schieß doch! Ah! Und um! Gott sei Dank! Alles aufgesammelt! Ich kann boah, nicht noch ich hab die getankt, Alter, so geil. Diese Maid wird keine Schmerzen mehr bereiten. Alter, wie er alles wieder eingesagt hat, ey, unglaublich. Ja, hallo? Hallo? Ich hab die auch getankt, Mann, Alter. Die hat euch keinen Schaden gemacht, nix. Es war ja wohl verständlich, dass ich auch alles abräumen darf. Ich hab auch alle meine Mana-Tränke übrigens verhauen. deswegen muss ich mal gerade gucken, liegen hier noch irgendwo ein paar Mana-Tränke rum? Nein, Cyril hat wahrscheinlich alles aus Protoss selber eingesammelt. Warum sammelst du eigentlich nicht die ganzen anderen Sachen ein? Da gibt's keine anderen Sachen. Das ist wirklich. Warte, ich sammle jetzt erstmal Common Frey und wir sammeln noch das Blaue auf. Also ich kann nichts mehr aufsammeln, aber trotzdem wäre es cool, wenn du noch die anderen Sachen aufsammelst für Kohle. Wer braucht schon Kohle? Achso. So, mein Inventar ist auch voll. Juti, dann gehen wir mal durch das Portal. Dann rede ich mal mit dem Kani. Dann rede ich erstmal mit Allah eigentlich. Dann rede ich noch mit ihr. Nein, die hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Na, schade. Dann rede ich noch mit Dingsbums. Dingsbums. Und dann werde ich euch vorlesen, was ich da alles Schönes gedroppt habe. So. Also, da fangen wir mal an mit dem Helm. Der Helm, Schleierschädel. 10% Chance bei einem Treffer einen Level 3 Combo Blitz zu zaubern, allein deswegen ist dieser Helm totaler Rotz. 26% bessere Verteidigung, 6 zu Leben, Giftwiderstand reduziert um 25%. Da ich meistens vorne bin, werde ich diesen nehmen und schmeiße die Kappe hin. Falls die einer braucht, soll er sie nehmen oder soll er sie verkaufen. Dann habe ich eine Keule für den Nahkampf gebraucht. Damit kann man leicht die Schädel von Gegnern knüppeln. Sollst du nichts verkaufen, das sollst du ja, machen. Ja, ist okay. 6% Chance auf, eigentlich braucht die sowieso keine Sau, deswegen schmeiße ich diese Bleche. Und ein Stange-Schädel-Ding, das nehme ich natürlich, weil das viel geiler ist als meins. Ist das so viel geiler als meins? 10% erhöhte Trefferchance, 20% Margen, erhöhter Feuerschaden, blablabla. Okay. Damit waren zwei Sachen für mich und der Rest ist für euch. Also nichts. Ich nehme dann mal meine Kappe wieder, die ich von Glücksspielt habe und werde sie verkaufen. Außer der Fryin braucht die. Nix da. Brauchst du nicht? Nein. Okay. Hallo, ich habe mich auch Entschuldigung. Ich habe mich auch todesmüdig reingestürzt, ey. Ja, dann würde ich sagen, dann reißen wir doch mal Akt 2 mäßig weiter. Ich glaube, du hast sowieso jetzt ein Video drin, kann das sein? Ja, aber das werde ich nicht machen, weil ich habe schon das Intro nicht drin und die Videos kann man sich so mal ansehen. Na gut. Wohin kann ich euch bringen? Tja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch nach Osten, oder? Way up in den Osten. Juhu!